Hallo zusammen, hier ist wieder euer Tiller und euch wieder für euch in Dragonflight unterwegs und wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Mount Guide präsentieren. Heute geht es um ein schickes Mount, das wir uns jetzt hier im Patch 10.07 einmal erspielen können und dazu befinde ich mich schon einmal auf der verbotenen Insel und hier ist es so, dass wir alle 2 Stunden zur ungeraden vollen Stunde ein Event haben und das seht ihr hier auf den Koordinaten, ja, etwa 59, 39 mit diesem großen Totenkopf. Und je nachdem, welches Element angreift, ist der Totenkopf in einer gewissen anderen Farbe. Für das Mount ist es jetzt aber vollkommen egal, in welcher Farbe der Totenkopf ist, denn es ist eigentlich immer dasselbe Spiel. Wir haben dann hier einen Mob, der spawnt, den können wir nicht angreifen, einen Boss. Und der wird beschützt durch ein Schild. Und das Schild wird dann entfernt, wenn dementsprechend alle 5 Elementare getötet werden, die hier außen um ihn rum geistern. Wenn ihr alle 5 Elementare getötet habt, wird der Boss angreifbar und der Boss droppt dann eine Ressource und mit der Ressource können wir dann wiederum uns das Mount zusammenbasteln. Wann spawnt er immer? Wie gesagt, immer zur ungeraden vollen Stunde. Also jetzt hier bei mir ist zum Beispiel 23 Uhr, dann spawnt er um 1 Uhr wieder, um 3 Uhr, um 5 Uhr, um 7 Uhr und immer so weiter. Ne? Ihr könnt den Mob auf eurem Server töten, kriegt den Loot. Ihr könnt dann euch übers Gruppentool quasi auf einen anderen Server noch begeben und da den auch looten. Ich habe es mal geschafft, das war relativ spät abends, ihn tatsächlich 5 oder 6 Mal, glaube ich, zu töten. In dem ein und denselben Event. Also ihr kriegt jedes Mal Loot von ihm. Das können wir jetzt dann halt auch gleich mal ausprobieren, ob wir ein bisschen hoppen können. Dann kann ich euch das zeigen. Was droppt der Dude jetzt? Also die ganz normalen Sachen, was die Rares auch droppen. Er droppt aber noch so eine blaue Ressource. Okay, die war jetzt in dem Fall nicht drin. Und zwar, wo haben wir es? Hier haben wir es. Elementar-Schleimrest. Und jeder Kill kann quasi 0 bis maximal 5 droppen. Ne? Ihr könnt gar nichts kriegen, wie es ich jetzt gerade der Fall, bei mir gerade der Fall war. Ihr könnt aber auch 1, 2, 3, 4 oder 5 rauskriegen. Und wie gesagt, wenn ihr ihn jetzt hier tötet, könnt ihr jetzt in verschiedene Gruppen theoretisch noch reinhoppen. Und wenn es da noch nicht getötet wurde, dann könnt ihr den einfach nochmal mitmachen. Nee, aber jetzt anscheinend habe ich Pech, ne? Es ist jetzt noch zu früh. Meistens mitten in der Nacht sind dann auf manchen Servern kaum Leute da und dann kann man hier ein bisschen rumhoppen. Oder ihr kennt vielleicht jemanden, der auf einem Low-Pop-Server ist, die euch dann noch einladen kann. Aber das nur so als Tipp. Mitten in der Nacht, wie gesagt, habe ich da x-mal gehoppt und einige Dinge gekriegt. Gut, wenn ihr genug gefarmt habt und von dem Kollegen dann 50 von dem Zeug habt, also diese Elementarschleimüberreste, könnt ihr die anklicken. Und dann können wir die einmal umwandeln. Da unten seht ihr den Balken. Und tada, wir kriegen dann direkt das Mount ins Inventar. Schleimige Schneckenelementar schimpft sich das. Das lernen wir einmal. Und gucken uns das Ding mal an. Das ist quasi das Schneckenmodell, das wir ja schon kennen, so als Lavaschnecke. Und jetzt hier in Blau. Sieht ganz cool auch aus in Blau. Hier mit so einem Panzer ein bisschen in Lila. Da seht ihr auch einmal gleich das Mount Special. Da geht es einmal hier so ein bisschen ins Schneckenhaus rein und ja, mehr ist es ehrlich gesagt nicht. Man muss halt so immer dran denken, ja, hier alle 2 Stunden, dass man einmal hingeht und wie gesagt, wenn ihr schnell seid oder zu späteren Uhrzeit, könnt ihr ein bisschen hoppen, euch vielleicht auch einladen lassen und dann könnt ihr ein paar Mal mitnehmen, dann beschleunigt ihr das Ganze so ein bisschen und kriegt euer Mount einen Ticken früher. Gut, das war es eigentlich mit dem kleinen Mount Guide. Ich zeige nochmal auf der Map, wo das ist, also hier oben und ja. Damit sind wir am Ende. Hat mich gefreut, dass ihr dabei waren. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt die gerne in die Kommentare. Euer Tiller, bis zum nächsten Mal. Ciao.